Bastele aus Plastikbehältern ein Mini-Kopfhörerset. Schneide die Hälften ab. Der obere Teil wird durch einen Ring ersetzt. Setze Soft-Lautsprecher ein und bemale die Kopfhörer rot und schwarz. Verwechsle nur nicht die Seiten. Das Mikrofon nimmt die Stimme des Dämons auf. Letizia gibt einen Befehl und er muss so schnell wie möglich ausgeführt werden. Es ist ein ganz normaler Arbeitstag im Callcenter. Dämonen, die für ihre Missionen auf die Erde geschickt werden, haben ständig Fragen. Sie brauchen mich, um ihnen jedes einzelne Detail zu erklären. Ich will es nicht mehr hören. Hallo! Nein, hier ist nicht die Pizzalieferung. Falsche Nummer. Außerdem sind diese Typen mir im Weg. Geht weg. Ich kann so nicht arbeiten. Spike, was hast du da drin? Ein Papier, das ich unterschreiben soll? Es sind zu viele Leckereien, um sie zu verarbeiten? Ah, später. Ich brauche eine Pause. Verbinde eine Kappe und eine Perle, um einen Lautsprecher zu machen. Nehmen wir ein paar Spieße. Füge einen Griff hinzu. Male ihn weiß an und mache Öffnungen. Und bestreue es mit Glitzer. Stecke ein Abzeichen in durchsichtiges Plastik. Chefausbilder zu sein ist eine ernste Angelegenheit. Der Engel ist stolz darauf, dieses Schild am Hals zu tragen. Es gibt auch Zeitschriften und einen Lautsprecher. Man kann gar nicht laut genug schreien, um alle zu erreichen. Jetzt wird alles unter Kontrolle sein. Der Engel hat sein Team von Auszubildenden auf die Straßen von Lalitown gebracht. Emily ist ihre Mentorin. Passt auf, dieser Mann ist dabei, etwas Falsches zu tun. Eure Aufgabe ist es, ihm zu helfen, das Richtige zu tun. Jetzt werde ich euch von meiner Wolke aus genau beobachten, also macht euren Job gut. Und hier ist unser Kunde. Er ist gerade dabei, Schokolade zu essen. Oh oh, er hat die Packung auf den Boden geworfen. Das ist so unhöflich von ihm. Der erste Engel-Azubi versperrte ihm den Weg und sagte zu ihm, heb deinen Müll auf. Was glaubst du, wer das aufhebt? Hey! Sie lernen es nicht. Nein, nein, Leslie, er kann dich nicht sehen. Die zweite Auszubildende hob die Verpackung schnell selbst auf. No. Falsch. Du musst ihm helfen, nicht die Arbeit für ihn machen. Okay. Leg es zurück. Sorry, ich wollte nur helfen. Oh Mann, diese Trainingseinheit läuft nicht gut. Die dritte Praktikantin hat einen Plan. Sie fängt an, ihm zuzuflüstern. Oh Sean, es ist besser für den Planeten, wenn du es wegwirfst. Das ist wahr. Es ist wirklich einfach. Der Typ hob das Bonbonpapier auf. Gute Arbeit. Mission erfüllt. Er hat das Richtige getan. Emily seufzte vor Erleichterung. Sie haben es geschafft. Und der Typ ist auch stolz auf sich. Es ist, als hätten die Wolken mir zugeflüstert. Es ist Zeit, die Arbeit zu bewerten. Wow, wir haben einige glatte Einserschüler. Leere den Korb aus. Mache Umrisse und schneide den Eingang aus. Der Dämon hat beschlossen zu helfen. Ein Kreis aus Styropor wird der Boden. Schneide Schaumpapier in Streifen. Jetzt sind die Seiten sicher. Aus diesem Stück können wir die Tür des Fahrstuhls machen. Ein paar Schlaufen und sie lassen sich leicht öffnen. Eine Plastikflamme geht nach oben. Oh, es funktioniert. Es wird heiß hier drinnen. Drei Ketten können das Gewicht des Fahrstuhls tragen. Jetzt kann ich viel schneller durch meine Gegend fahren. Wir haben eine Lieferung für Miss Letizia. Ist das GPS kaputt? Es hat mich in die falsche Richtung geführt. Ah, Lava? Meine Stiefel sind geschmolzen. Ich hoffe, ich bekomme das Geld dafür zurück. Es gibt keine Häuser, keine Gebäude. Ist es wieder eine falsche Adresse? Warte, von unten kommt ein Aufzug. Beruhige dich, es ist nur ein Bunker. Das kommt vor. Mist, ist das Essen für dich? Siehst du hier noch jemanden? Entschuldigung, hier ist die Tüte. Bezahlst du in bar? Letizia gab ein großzügiges Trinkgeld. Oh, ich sehe, du hast eine Limonade. Ich habe vergessen, eine für mich zu bestellen. Tut mir leid, aber das ist meins. Gib mir die Limonade. Ich teile gerne mit dir. Das ist so nett von dir. Oh, wo bin ich hier? Es ist Zeit, von hier zu verschwinden. Zu Hause ist es viel schöner. Eine warme Mahlzeit. Spike hilft der Dame beim Tragen ihres Essens. Schneide zwei Kreise aus Styropor aus. Stecke eine Röhre in die Mitte. Trenne die Kreise, um eine Treppe zu machen. Machen wir uns an die Dekoration. Die Treppe sieht zauberhaft aus. Weiche Federn schmücken die Säule und an den Seiten befinden sich Strasssteine. Es ist so schön. Die Auszubildenden haben ihre Praxisaufgabe erfolgreich abgeschlossen. Jetzt müssen sie an der Theorie arbeiten. Ihr bekommt euren Heiligenschein und eure Flügel, wenn ihr alle Aufgaben erfüllt habt. Der letzte Test ist, endlose Treppen in den Himmel zu steigen.
Emily verteilt die Tests. Ups, einer der Auszubildenden hat sich entschieden zu schummeln. Kein Abschreiben. Himmel, hilf mir! Und ein Spickzettel kam vom Himmel. Glaube an dich selbst und du kannst alles schaffen. Meinst du das ernst? Okay, ich werde es selbst tun. Jetzt gebt mir eure Tests. Zum Glück kann ich ihre Arbeit mit der Kraft meines Geistes überprüfen. Das gibt's doch nicht. Alle haben die Prüfung bestanden. Gut gemacht. Jetzt können die Auszubildenden in die Wolken aufsteigen. Jeder von euch hat seine Talente eingesetzt. Ihr seid würdig, Schutzengel zu werden. Ja, wir sind so glücklich. Wir wurden angenommen. Sie bekamen alle ihren Heiligenschein und ihre Flügel. Meine Arbeit hier ist getan. Yay! Schneide einen langen Streifen aus Packpapier aus. Falte ihn so. Klebe es so zusammen. Schneide den Überschuss ab. Diese Seiten sind Jahrhunderte alt, aber sie sind noch lesbar. Lass uns die Abdeckung dekorieren. Rote Metallicfarbe ist eine gute Wahl. Trage Heißkleber auf und bemale ihn, damit er wie Lava aussieht. Sichere den Gürtel mit einer Perle. Jetzt ist das geheime Wissen geschützt. Mal sehen, wer der schlimmste Bösewicht aller Zeiten ist. Die Dämonin ist auf der Suche nach ihrem wertvollsten Buch, dem Register der schlechten Taten. Es ist an der Zeit, die Daten zu überprüfen. Koche, Trank, mach ein magisches Portal für mich. Damit kann man leicht sehen, wer was tut. Sie denken, niemand sieht ihre bösen Taten. Sie sind so naiv. Schau in diese Zauberschüssel. Oh, ein Gemüsedieb. Und dieser hier wirft Müll auf die Straße. Die Mädchen streiten sich. Ich liebe Drama. Na toll. Das war genug Aufsicht für jetzt. Ich hatte einen produktiven Tag. Schneide einen Schmetterling aus Pappe aus. Bedecke ihn mit Federn. Verziere ihn mit Strasssteinen und packe ihn vorsichtig in eine Schachtel mit Füllmaterial. Die Flügel gehen zu ihren himmlischen Besitzern. Hier oben ist alles durcheinander. Hallo Süße, nicht weinen. Wenn deine Flügel nass geworden sind, ist das kein Weltuntergang. Wir schicken dir ein neues Paar. Ich werde es dir nicht selbst geben können. Aber unsere Lieferjungen sind toll. Ich schicke es mit der Post. Aber es gab einen Fehler bei der Post und das Paket ging stattdessen an den Dämon. Ich habe endlich mal einen Tag frei. Ich werde etwas Politur für meine Hörner und eine Flasche scharfe Soße bestellen. Fräulein, ich habe eine Lieferung für dich. Du schon wieder? Das telepathische Postamt funktioniert noch nicht so gut. Glaub mir, ich würde nicht ohne Grund zu dir kommen. Okay, trotzdem danke. Spike zeigt dem Gast den Weg nach draußen. Bye. Was ist das? Igitt, weiß glitzernd, es riecht nach Vanille. Oh nein, nicht die Federn. Hatschi, ich bin allergisch gegen Engel. Oh Emily, pass auf. Sobald ich aufhöre zu niesen, hatschi. Lasst uns die Kiste ausräumen. Malt sie weiß an. Verziert sie mit Glitzer. Ein Schwamm mit einer holographischen Basis und einer süßen Hülle. Es ist, als würden Engelsflügel deine Wangen berühren. Mache eine Puderdose. Dekoriere die Schachtel mit einem Flügelpaar und einem Etikett. Schau dir all diese Streichhölzer an. Lass sie uns zerkleinern, um Asche zu machen. Asche anstelle von Pulver? Das ist eine ungewöhnliche Entscheidung. Das Make-up wird sicher einzigartig sein. Was haben wir denn da drin? Eine Spinne? Tut mir leid. Ich nehme etwas Asche. Jetzt werde ich ein Muster machen. Und ich male es weiß an. Ich hoffe, es gefällt dir. Spike, gib es. Du weißt schon wem. Eine mysteriöse Schachtel erschien auf dem Schminktisch. Dieser Puder war vorher nicht hier. Aber ich kann zu diesen süßen Flügeln nicht Nein sagen. Da steht, dass es für mich ist. Ich werde das Make-up testen. Aber sobald der Engel den Schwamm nahm und ihn auf ihr Gesicht drückte, wurden ihre Nase und Stirn mit Ruß bedeckt. Oh, du gibst nicht auf. Ich wünsche dir einen endlosen Vorrat an Marshmallows und einen flauschigen Hasenschwanz. Und dass alles nach Vanille riecht. Sie wird ein Bad nehmen müssen. Füge eine Schicht Kleber an den Seiten hinzu und drücke sie in etwas Gold. Füge flauschige Flügel hinzu. Installiere einen kurvigen Wasserhahn mit einem Duschkopf und ein paar Knöpfen. Die Beine haben wir aus Möbeldekorationen gebastelt. Was für ein süßes Bad. Und die Flügel werden das Wasser abkühlen. Emily will ein Bad nehmen. Endlich kann sie ihre Flügel ablegen. Nach einer Berührung begann die Badewanne fröhliche Geräusche zu machen. Niedlich. Lass uns ein Bad nehmen. Es ist so schön, die Asche mit Schaum abzuwaschen und wieder sauber zu werden.
Noch besser ist es, wenn man gute Musik hat. Der Engel drückt auf einen Knopf und genießt die süße Melodie. Sie kann gar nicht anders als zu tanzen. Ups, die Badewanne hat auch angefangen zu tanzen. Hoffentlich fliegt sie nicht weg. Es ist besser, vorsichtig zu sein. Um die Badewanne an ihrem Platz zu halten, gibt es einen speziellen Knopf auf der Fernbedienung. Ein Druck und die Seile gehen nach unten. So sieht alles noch luxuriöser aus. Trotz des leichten Gewichts des Vorhangs kann die Badewanne nicht wegfliegen. Die Seile werden sie auffangen. Oh, wir brauchen ein spezielles Licht. Damit wird die Badezeit noch magischer. Ich bin definitiv im Himmel. Letizia hat uns einen leeren Behälter gegeben. Yes. Ihr wisst, was ich mag. Aha. Der Bauschaum härtet um ihn herum aus. Bestreiche ihn mit schwarzer Acrylfarbe. Es sieht aus wie gehärtete Lava mit heißem Magma darunter. Es ist ein echter Vulkan. Vorsichtig, er könnte ausbrechen. Diese ekelhaften Federn kleben an mir. Oh, ein heißer Krater wird die ganze Engelhaftigkeit von mir abwaschen. Das ist nicht gut, die Lava ist zu kalt. Füllen wir sie noch einmal auf. Autsch, sie kocht schon. Oh, das ist viel besser. Ein kochend heißes Bad ist genau das, was man nach einem anstrengenden Tag braucht. Blasen entspannen mich noch mehr als Schaum. Und die Lava sieht so schön aus.